Ein langes Wochenende Löten mit und ohne Kolben liegen hinter uns. All das. All das braucht eine ganze Menge Handarbeit, Freiwillige, schlaflose Tage und Nächte, kiloweise Mate und ein riesen Team. Das ist nur ein Ausschnitt. Vielen Dank, dass ihr mitgemacht habt. Ich hoffe, ihr hattet eine tolle Zeit. Und jetzt machen wir ein Closing Event mit Infrastructure Review. Ein zweites Mikrofon ist da drüben, eure Bühne. Viel Spaß. Ja, hallo Easter Hack. Schön, dass ihr alle hier seid. Wir sind hier jetzt beim EH 21, 24, auf jeden Fall 2024 Closing. Ihr müsst uns verzeihen, diese Sache ist gerade vor 3 Minuten fertig geworden. Also fertig, kann man eigentlich sagen. Ja, also wir haben jetzt einfach da mal was reingeklatscht und das bekommt ihr jetzt zu sehen. Tut eins? Ich weiß nicht. Hört man mich? Jetzt, das Licht muss aus sein. Ah. Also anders wie bei allem anderen, sagst du. Okay. Das Licht muss aus sein. Das geht hier jetzt auch aus, aber nicht ohne Danke zu sagen. Hier seht ihr einen Teil der Menschen, die das hier möglich gemacht haben. Wir hoffen, ihr hattet Spaß. Hat sich's gelohnt? Vielen, vielen Dank. Weiß ich nicht. Vielen, vielen, vielen Dank. Also wie ihr seht, es braucht einen ganzen Haufen Menschen, um sowas umzusetzen. Wir sind sehr glücklich, dass wir sehr viele Menschen hatten, die uns dabei geholfen haben. Schön, dass ihr alle da wart. Es hat uns allen auch sehr gut gefallen. Wir haben jetzt noch so ein paar Eckpunkte dabei. Ja, also gut, dass ihr so lange geklatscht habt, denn dieser Applaus, der war auch für euch, der war für dieses wundervolle Team, der war auch für unsere Freunde aus Franken, die uns ganz viel ausgeliehen und geholfen haben. Der war für die OTH als Gastgeberin und für den Chaos Computer Club, der uns auch unterstützt hat mit Staff und Infrastruktur und Menschen und überhaupt. Genau, damit haben wir jetzt noch so ein paar Eckdaten uns spontan hier hineingehackt. Wir klicken das jetzt einfach mal durch. Hier stehen Menschen hinter uns, die uns bitte korrigieren, wenn wir etwas Falsches sagen. Was leicht passieren wird. Wir hatten Netzwerk in Teilen und dann auch stabil. Wir hatten 2x10 Gigabit Anbindung, haben davon doch immerhin 1 Gigabit als Peak gehabt, haben darüber 8 Terabyte Traffic geschoben auf 26 Access Points, knapp 500 Clients, 750 Mbit im Peak pro Sekunde. Es wurden 40 Switche auf allen möglichen Tischen und Ecken und Enden verteilt, in den Verteilzentren der OTH, was mit Kämpfen verbunden war. Und es gibt Lessons Learned. Man möchte keine Ciscos mit halbfertiger Config ins Feld tragen. Muss man wissen. Man möchte keine Ciscos ins Feld tragen. Und
Aruba-Hardware und virtuelle Controller wollen keine Active-Active-Cluster bilden. Muss man wissen. Muss man wissen. So, das NOC bedankt sich bei der Aircom Flex Optik, der Event Infra, der Telekom und ja, dem ganzen Team und den spontanen Helfenden natürlich, klar, ohne die wäre gar nichts gegangen. Die wir jetzt dann hoffentlich auch noch haben werden. Das stimmt, aber dazu kommen wir später noch. Wie bitte? Ja. Aha. Details, Details, Details. Wie immer gilt, wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten. So, wir hatten auch Telefon. Wir hatten 146. Nee, 446. Ah, 446. Oh, deckt's. 255 SIP-Geräte, 10.000 Anrufe und ein paar zerquetschte und 26 Deckt-Antennen. Und es hat auch ganz wunderbar funktioniert. Mhm. Die PL-Nummer hat regelmäßig randaliert. Aha. Nicht. Digitalisierung ist Neuland. So, wir haben auch hier tolle Funkgeräte, die uns auch regelmäßig randaliert sind. Davon haben wir ca. 44 im Einsatz gehabt, haben durch einen Repeater oben auf dem Dach eine ganz ordentliche Reichweite über ganz Regensburg und darüber hinaus gehabt. Das war wichtig. und konnten dadurch auch zuverlässig in beide Binary Kitchen Standorte, die einige von uns vielleicht, von euch vielleicht gesehen haben, auch hinfunken. Auch das war wichtig. Das WOC bedankt sich ganz herzlich bei 27 Engeln, die geholfen haben und hat 36 Vorträge aufgezeichnet, so wie sie es jetzt gerade auch tun. Danke an euch. Super Job. Das CERT hatte 3 Erste-Hilfe-Stationen mit Pflasterboxen, die, wie ich hörte, auch im Einsatz waren. Es waren 20 Helfer, insgesamt 26 Einsätze, genau, ca. 50 Pflaster. Und die Hauptgefahrenquelle waren Küchenunfälle. Auch wenn Menschen gesagt... Das Brotwässer war neu, es war scharf. Auch wenn Menschen gesagt bekommen, Messer sind scharf. Und... Was? Nee, passt. Und heute? 2 Tage seit der letzten Brandmeldeübung. Wir wissen bis heute nicht, woran es lag. Vielleicht werden wir es nie erfahren. Wir werden es wahrscheinlich nie erfahren. Auf jeden Fall hat alles wunderbar funktioniert. Wir machen das bitte nicht nochmal. Das gab es beim. Ja, limitierte Auflage beim CERT, glaube ich. Im Himmel gab es 432 registrierte Engel, 358 aktive Engel. Also mehr als die Hälfte von euch hat mitgeholfen. Herzlichen Dank dafür. Ohne euch wäre das nicht machbar gewesen und auch überhaupt nicht. Vielen, vielen, vielen Dank. Ihr habt 15,5 Wochen gearbeitet in 560 Schichten und habt 150 Milliliter Wasser pro Engelstunde getrunken. Also da geht vielleicht noch ein bisschen was, aber erstaunlich wenig. Ja, aber... Also ich meine, da ist ja auch jetzt Junk und Mate nicht mitgerechnet, also vielleicht war da noch ein bisschen... Auch wenn die Engelschichten an den Türen vielleicht immer unleidig waren, vor allem zur Nachtzeit, vielen Dank, dass auch das geklappt hat. Unser Motto haben wir ja auch hier vor Ort in die Tat umgesetzt, Rabbit Prototyping gab es. 700 Badges, ja... Timo hatte viel Spaß mit dem Zoll. Danke, dass du dich da durchgekämpft hast. Und das ist jetzt hier nicht im Text. Vielen Dank an DHL Express, dass es auch so schnell noch dann doch noch angekommen ist. Auch am Kasamstag.
Und an, genau, an den Charlie, der dann da nach München gedüst ist. ...164 Teams haben bei Capture the Flag mitgemacht. Roundabout ein Drittel haben die Flag dann auch gecaptured. Außerdem gab es Stickmaschine, Faser, Laser, 3D-Drucker, Lötplätze, eine Menge. Und dabei auch gute Beschallung, hörte ich. Gut. Beschallung. Es ist Beschallung. Und es war wohl der Raum mit der höchsten Menschen, Roboter und auch Temperaturdichte. Die höchsten Temperatur. Alarmtüren machen Alarm. Wir haben uns sehr gefreut, dass auch die Chaospost da war und ihr fleißig Karten verschickt habt. Ihr seht hier 485 Karten in die Außenwelt. Sie gingen in 15 Länder tatsächlich. Also spannend. Es gab neue Motive. Macht das gerne wieder. Karten schicken ist toll. Die Leute zu Hause freuen sich und kommen vielleicht auch mal auf ein Chaos-Event. Genau. Vielen Dank für die ganzen Karten und die Chaos-Post kommt gerne wieder. Dann auch gerne zur nächsten Easter Egg. Fraglich. Content. Es gab Content, eine Menge. 128 Einreichungen, es gab 42 Talks, 35 Workshops, 12 Launch-Beiträge. Die Hackathons sind auch ziemlich gut angekommen, habe ich gehört. Herelde und Reviewende, also auch da waren wieder eine ganze Menge Menschen beteiligt. Und mindestens im Orga-Raum und im Nock über der Lounge gab es vibrierende Stühle. Hat ordentlich gescheppert, ja. Sehr viel Text. Die Küche. Wir haben uns vorher viele Gedanken gemacht. Ihr habt sehr viel gegessen. Es freut uns, dass es euch geschmeckt hat. Wir haben etwas nachkaufen müssen. Es sind hier viele Zahlen. Sehr viele Gebäckstücke. Knapp 6.000. 8 pro Besucher. 2 pro Besucher pro Tag. 63 Kilo Käse. Den ich eigenhändig in Einkaufswagen geschaufelt habe in der Metro. Das war schon sehr eindrücklich, diesen Käseberge da zu sehen. 26 Kilo Aufschnitt, 60 Kilo veganer Aufstrich, 333 Liter Kaffee. Nur? Ja. Nur? Nur? Es gab ja auch noch Mate. Ja, okay. Okay, und die Foodtrucks draußen haben sich auch sehr gefreut. Die waren am ersten Tag völlig überfordert und komplett leer und haben über 1.000 Gerichte verkauft. Nur der eine, genau, die jetzt noch draußen stehen. Sehr gut. Der Infodesk hat sehr, sehr, sehr viele Schilder gedruckt. 607 Seiten mit Infoblättern und Schildern. Dann war der Toner leer und dann gab es keine Schilder mehr. Und es waren regelmäßig Helfer und mindestens 3 Maskottchen vor Ort, die euch begrüßt und die euch geholfen haben. Ja, so. Dann bleibt uns eigentlich nur noch eins zu sagen. Das haben wir, glaube ich, schon das ein oder andere Mal gesagt. Vielen, vielen Dank für alles. Was jetzt wirklich wichtig ist, bitte helft uns abbauen, weil so fix wir die Veranstaltung auch aufgebaut haben, so schnell müssen wir auch mit dem Abbau sein, weil am Mittwoch geht hier wieder der Hochschulbetrieb los und morgen Mittag kommt die Putztruppe. Also müssen wir heute im Verlauf des Tages das Allermeiste weggeschafft haben. Die Koordinatoren, die kriegen gleich diese wunderschönen Warnwesten an. Schart euch bitte um sie, helft Tische, Stühle, Kabel zusammenpacken, so dass wir das auch wirklich, dass wir eine Chance haben, alles in einem sauberen Zustand zu übergeben und vielleicht zwischendrin auch noch eine Runde zu schlafen. Das ist mehr als nötig. Genau. Also bitte macht als erstes mal alle Tische irgendwie von mit euren Privatsachen leer. Es wird jetzt gleich das schöne Putzlicht angehen. Und dann bitten wir euch darum, helft den Menschen, aber bitte koordiniert. Also wie gesagt, Menschen mit gelben Warnwesten wissen Bescheid.
fragt die, helft denen und dann bekommen wir das heute, gehe ich davon aus, hin. Vielen, vielen, vielen Dank. Wir hoffen, ihr hattet Spaß. Viel Spaß beim Abbau. Test, test. Ja. Jetzt haben da Leute Sachen vorgestellt und eine Sache haben wir vergessen. Wir Orga haben unser Dankeschön gekriegt, aber niemand hat Danke zur BL gesagt. Ich glaube, das muss man an dieser Stelle auch tun. Ich mache es jetzt einfach mal stellvertretend für das restliche Orga-Team. Wir hatten eine wundervolle PL. 5 Leute, bitte wink mal nochmal. Liebe Judith, dankeschön. Lieber Lander, dankeschön. Liebe Anke, dankeschön. Lieber Tom, dankeschön. Und lieber Christian, dankeschön. Vielen Dank, Regensburg. Ihr habt ein wunderbares Easter Egg organisiert. Nächstes Jahr Hamburg. Und Aufruf an alle Spaces, bewerbt euch für Easter Egg 23. Das wird dann 2025 stattfinden. 2026, Entschuldigung. Das ist eine wunderbare Möglichkeit, auch für Gruppen sich zu finden und sich daran zu versuchen, auch mal ein etwas größeren Event zu organisieren. Das hat bisher eigentlich immer ganz gut geklappt. Lasst euch nicht von dem Anspruch abschrecken, den Regensburg hier gesetzt hat. Jedes Easter Egg ist anders und es muss nicht immer gleich sein. Dankeschön. Bei so viel Applaus werde ich ganz verlegen. Wir müssen jetzt aber wirklich abbauen.